Wie im Haupt-LP angekündigt, gibt es heute den Zusammenschnitt der ursprünglichen ersten Session von Diddy's Conquest. Das sind etwa 7,5 Minuten und danach kommt noch eine andere Kleinigkeit. Viel Spaß. Jetzt mit Ram wieder drauf, mit dem super fetten, tonnenschweren Rhino oder was. Und trotzdem sinkt der Ballon völlig gleich ab, das ergibt sehr viel Sinn. Und Diddy versucht da auch verzweifelt irgendwie rumzulaufen. Sieht merkwürdig aus, das ist alles nicht richtig hier. Es fühlt sich alles nicht richtig an, was hier passiert. Ja, ich weiß, Diddy, es ist furchtbar langweilig. Du musst dir deine Bälle rausholen. Das klang. Ja, ich werde es nicht näher ausführen. Der Hund in der großen Krabbe sinkt jetzt. Und der Ballon sinkt auch, nämlich nach unten. Ach, da war ja so ein Scheiß. Nein, nein. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass wenn ich einmal auf dieser Schrägen da drauf bin, dass ich dann nicht mehr nach oben springen kann, sondern dass der einfach die ganze Zeit nach unten rutscht. Was war das denn für ein Quatsch schon wieder? Jetzt muss ich hier relativ niedrig sein, sonst fliege ich in die Biene rein. Also ich denke tatsächlich, viele sind von mir beeindruckt. Nicht etwa, weil ich das Level schnell schaffe, sondern weil ich noch nicht ausgerastet bin. Ich glaube wirklich, es gibt so mindestens eine Person, die jetzt gerade guckt und ernsthaft beeindruckt ist, dass ich gerade so ruhig bleibe. Ach Gott, das ist ja das, wo ich durchdrücken muss, ja. Alles klar, sie ist irgendwie von der Ratte abgeprallt und nach unten geflogen, statt auf dem Ballon. Okay, ja. Das ist schon wieder richtig nervig. Richtig nervig. Weil ich jetzt wieder länger brauche als damals für den Quatsch hier. Wo ist der? Wo ist der Ballon? Der Ballon ist despawned. Der Ballon ist despawned, weil ich ganz kurz nach rechts geflogen bin. Was ist denn da unten? Aber da unten habe ich doch schon wieder. Das ist doch schon wieder super verdächtig hier. Hä? Ist das, dass man da irgendwie einen hinschmeißt und der sammelt das dann auf? Oder was war das jetzt? Wahrscheinlich. Oder die Kiste? Jetzt habe ich den Haken von dem einen erwischt, ne? Ach. Ich hatte übrigens mal 30 Leben. Jetzt habe ich die Hälfte noch. Ja. Alter, wie schnell die zurückkommen, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Der kann da durchfliegen und dann bin ich getroffen. Oh mein Gott, was sind denn das wieder für dumme Regeln? Es ist ein Schwert. Das ist ja kein Pferd. Was? So. Was? Habe ich ihn rückwärts getroffen mit meinem Pferdeschwanz so nach hinten? Also, ich habe jetzt ein frisches Mindset. Wir sind in der ganz neuen Welt. Und das gefällt mir. Die Lava-Welt war anstrengend. Und hier möchte ich mich sofort noch abkühlen und ins Moor reinfliegen. Nein, also ich denke, neue Welt, neues Glück, oder? So sehe ich das. Scheiße. Das zählt nicht, wenn ich von ganz oben runterfalle und nach rechts lenke, zählt das nicht, dass ich da bis rüber komme? Was? So, jetzt ist okay. Aber ich will jetzt einfach nur wissen, wie es weitergeht erstmal. Ja. Wo muss ich jetzt starten? Wie verhält sich das Ganze? Ich hab gar nichts. Habe ich nirgendwo einen Speicherpunkt gehabt? Hä? Okay. Okay, Moment. Ich werde erstmal hier wieder fortsetzen, natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich es einfach nicht gelesen habe und bei irgendeiner Stelle, wo man diese Münzen setzen muss, dass man hätte speichern müssen. Vielleicht bei Cranky oder so. Da gehe ich ganz stark von aus, dass das Problem ist. Es wird auch im dritten Teil so sein. Ich predikte, dass das 1:1 so im dritten Teil passieren wird. Dass ich zu Beginn so, keine Ahnung, 40 Leben sammle, weil ich da vielleicht noch mehr Leben in Arsch geblasen bekomme. Und dann wird es spätestens in der dritten Welt so sein, dass Zelle weg sind. Das wird 1:1 genau so passieren, das sage ich jetzt schon.
Mark my words, wenn das passieren wird. Ah, okay, ich krieg hier diese Cayman, ne? Nee, was ist das denn jetzt? Hör auf. Nein! Okay. Squawks muss wieder ausleuchten. Viele Pfeile haben, das sind viele Bananen. Oh, krieg ich den Pfeil? Hey, oh. Ich sehe legit gar. Hä? Das war ein Secret, okay. Was war das denn gerade für eine Musik? So, ganz komischer Sound am Anfang. Das ist ein ganz entspannter Serien, habe ich das Gefühl. Also hier passiert jetzt nicht so viel krasses Zeug. Was habe ich übersehen? So, Mittelpunkt. Was habe ich jetzt falsch gemacht hier an der Stelle? Ich muss wahrscheinlich dieses Fass da nehmen, oder? Ja, okay. Das sind keine, wo ich hochspringe. Da muss man selber springen. Gut. Oh mein! Ich will hier weg. Ich will aus diesem Level raus. Das macht mir gerade viel zu sehr Angst, was hier passiert. Bitte lass dieses Level enden. Bitte lass dieses gottverdammte Level enden. In solchen Momenten, ja, muss ich mich wirklich zusammenreißen. In solchen Momenten muss ich mich wirklich zusammenreißen und nicht ausrasten. Oder laut zu werden, zumindest. Ich spiele jetzt das gesamte Level als Schlange, oder was? Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen, dass die Affen gar nicht dabei sind, um ehrlich zu sein. Ich mache die ganze Zeit auch diese Schnauzfassung. Kein Bock mehr. Warum habe ich so ein random Furzgeräusch da gemacht? Warte, was? Ba Nein, Moment mal. Moment. Ich habe das die ganze Zeit falsch gespielt. Oh mein Gott, es ist so, es darf nicht wahr sein. Ich habe es die ganze Zeit falsch gedrückt. Es ist komplett meine Schuld. Es ist komplett, nein, Moment, es ist komplett meine Schuld. Sorry, es ist meine Schuld gewesen. Ich habe die ganze Zeit die Taste gedrückt, mit der man diesen Super Jump auflädt und bin damit gesprungen. Ist das lächerlich? Ich hätte das so viel einfacher haben können, alles. Wirklich. Ich habe jetzt so viel Zeit in dem Level verschwendet für so einen Quatsch. Mann, der beste Screen. Also, ich spiele noch 2 Minuten Champ Kong. Das ist wie das Donkey Kong, das jeder kennt. Ich dachte mir so, warum nicht, oder? Das ist die ideale Gelegenheit, das mal zu spielen. Und viel werde ich hier sowieso nicht reißen können. Vermutlich. How high can you climb? Ich habe es schon mal angespielt und da ist mir aufgefallen, wenn ich diesen Hammer hier habe, kann ich nicht mehr springen. Das bringt mir also gar nicht mal so viel. Toll, wow, ich kann nichts weitermachen. Außer halt Punkte kriegen, aber ich will nur schnell hoch. Ich wurde umzingelt. Naja. Nächster Versuch. Dann lasse ich den Hammer jetzt aber auch da bleiben, ne? Oh, die Fässer können da auch runter. Gut, dass ich das wusste. Oh, und geht schon wieder weiter hier. Naja, 50-50 Chance, ob man getroffen wird oder nicht, wenn man hier dran ist. Alter, was zum Fick. Nochmal neu. Ich will mal einmal was nach oben schaffen. Komm. Das weiß ich nicht, was die machen. Ja, hahaha, ich wusste es doch. Oh, das war mega knapp. Was? Oh mein Gott, wo kommt das? Ich wusste es. Ich wusste, dass es. Fuck you! Okay, bitte nicht hier runter. Holy shit, ich hab's geschafft. Das war Level 1, das jeder kennt. Level 2 ist schon unbekannter. Deutlich unbekannter.
Das sieht nämlich so hier aus. Und ich weiß nicht so wirklich, was ich machen muss. Muss ich einfach nur nach oben? Ich kenne halt echt die Regeln von Level 2 nicht. Da steht immer noch Level 1, da steht nur L1. Okay. Muss ich hier mit dem Hammer treffen oder so? Oder was muss ich machen? So. Achso, ich kann ja nicht nach oben, wenn ich den Hammer habe. Stimmt, ich habe vergessen, dass ich nicht springen kann. Das bringt mir gar nichts. Toll. Hä? War das jetzt Falschhaben? Ernsthaft? Es gibt Falschhaben? Wow. Okay. Oh, vielleicht muss ich einfach nur alles einsammeln, was hier. Ich vermute, ich muss alles einsammeln, was es in dem Level gibt, oder? Hier rüber. Was ist mit der Mucke gerade los? Warum klingt die Mucke so dämlich? Es gibt. Ja. Ich habe wieder vergessen, dass es Fallschaden gibt, weil das so dämlich war, dass es das überhaupt gibt in diesem Spiel. Ach. Ist gerade eben noch gesagt. Gut. Aber dann stehle ich mich hier vorbei und hab das Zeug. Ja, das bringt mir aber nichts. Ich wusste nicht, was ich machen muss in diesem Level, also von daher. Great Score und ich nenne mich. Ist doch ganz klar, wie ich das jetzt zu bewerten habe. Hier ist das H. Chili. So, und End. Chili End. Okay, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise morgen geht es mit dem Haupt-LP weiter. Ciao.